Ja, sehr gut. Let's go. Hey, oh, let's go. You can do it, Buddy. Ich muss mir erstmal Pfeile und Bögen herstellen, sonst. Also ich brauche ein Rundholz, 5 Steine, 10 Stöcker 50 und Federn. 50 Federn. Ist ja kein Evil-Wettkampf. Das wird schon. So, du kommst dahin. Steinpfeile werden ausgerüstet. Ich habe noch nie mit dem Hirsch. Bogen geschossen, muss ich ehrlich gestehen. Hirsch vor dir. Ja, ich schleiche mich von der Seite an, dass ich ihm einen Headshot geben kann. Zwei sogar. Oh. Schade. Die haben Bullet Drop. Einen ziemlichen sogar. Wobei, Na, mit warte mal einer kurz. Leinensehne kann ich mir das gut vorstellen. Nicht zu nah dran. Okay. Ja. So. Schick ihn Ja, runter. versuch mal. Ja, jetzt. Gerade sagen, nee, das war. Ja, mit gesenktem Kopf war das ein bisschen zu schöner Hit. Alter. Oh, meine Steinpfeile liegen hier sogar noch rum. Ist ja schwierig. Schwierige Quest, wenn man das noch nicht gemacht hat. Das passiert, wenn du vor deinen Angestellten immer angibst, wie gut du jagen kannst. Ja. Habt ihr gesehen, wo der hingelaufen? Also der eine Ja. ist da, aber der andere. Mach erstmal den. Nach oben schießt du. Ja, sehr schön. Ist markiert. Nice. Zählt. Skin schnell. Ja, das war doch mal ganz gut. Außer, dass du gerade verdurstest, aber naja. Unten ist ein Wasser. Das wäre stürzt. Das wäre irgendwie auch unpraktisch. So, wo ist das Aber nächste? episch lustig. Aber Ja, ich habe ja. ihn laufen gehört. Ja, Im du hast leider noch anderen. nicht die Jagdvision gekauft, ne? Ja. Da steht was, oder? Nee, Ja. doch. Okay. Ah, ich sehe es halt hier über die Übertragung nicht so gut. Ja, doch, ja. Sehr gut. No. Oh, der gibt aber gut Kante, du. Was zur Hölle? Aber du hast meinen Steinpfeil stecken. Ich habe zwar die eine Jagdwische noch nicht gekauft. Aber die Steinwischen. Steinpfeil. Okay. Auch ein mehr. Der hält aber was aus, so. Okay, aber er humpelt jetzt. Na? Seriously? Kannst du ihm die Pfeile vom Rücken sammeln? Ja. Ja, das trifft halt irgendwie einfach nie. So, sehr schön. Ja, hat gezählt. Nice, einen noch. So.
So, als mächtiger Jäger. Axtest du deine Gegner immer schön nieder? So, jetzt kommt nur der Teil, wo ich erstmal noch einen finden muss. Ja. Grabungsschuppen? Krass. Ah, damit kann ich dann meinen Leuten sagen, hier baut Steine für mich ab, bestimmt. Ja, bei wahrscheinlich mir oder so. Lehm. Ja, ich glaube, alle Richtungen von Erzen dann. Irgendwann. Find erstmal ein drittes Vieh. Spannend. Ja. Und hier beenden wir diese Folge und beim nächsten Mal gucken wir, ob Reber das geschafft hat. Glaubst du wirklich, dass ich so sadistisch bin beim Schneiden? Ja. Das ich zählt guck nicht. Mal, was ist, ich hinkrieg, okay? Das ist ein Fuchs. Das sind Füchse. Das ist ein Eber, ne? Bär? Bison. Ne, Bison, okay, gut. Ich hab nur dick Fell gesehen. Nanü. Nanü, Nana. Mal gucken, ob ich da drüben im Wald noch was finden kann. In einer Minute. Sind ja in ungefähr zwei. Tickt ja irgendwie immer nur eine Sekunde, alle zwei Sekunden. Ach ja. Ich höre doch was. Ja. Ah ja. Zählt das als Hirsch, wenn du eine Kuh erschießt? Ja. Erst versuchen kannst du es nicht, ne? Ja. Da ist mein Steinfeld. Oh, das ist ein Hirsch. Ja, aber. Ja, gut. Ach komm, werd langsamer. Scheuchen die sich? Ja. Ich glaub ja. Jetzt schleichen, gleich schleichen. Lamps schon. Hat gezählt. Das easy. Ist doch gut. Easy. War halt so makeable. So. Ich hoffe, die hat zumindest ihre Arbeiten noch erledigt. Wir können die mitnehmen. Wir schon mal hier so am Bärenfeld vorbeilaufen. Halt mal, wie viele Pfeile haben wir jetzt noch? 39. Warum auch die 7 jetzt hier extra sind? Weil die beschädigt sind? Possible. Wäre zumindest mein Gedanke. Oh, jetzt gucken wir aber auch dann gleich mal, ob die gearbeitet hat.
Weil wenn nicht, dann versuchen wir einfach mal zum nächsten Mal rauszufinden, wie wir die zum Arbeiten überreden können. Ob das schon jemand rausgefunden hat. Dann kommen wir nächstes Mal um die Ecke und sagen, hey hier, wir haben 18 Dinge gefunden, wie man sie doch zum Arbeiten überreden kann. Nichts davon funktioniert. Genau, nichts davon funktioniert. Wir haben 18 verschiedene Wege versucht, unsere Feldarbeiter zum Arbeiten zu bringen. Nummer 7 wird sie überraschen. Nichts ist passiert. Aber der Episodentitel geht nur bis Nummer 7 wird sie überraschen. Sie steht halt einfach nur da. Das soll relativ normal sein. Also ja, diese Idle-Animation. Ist halt auch nichts angebaut. Na gut, Mensch. Ja, Wäre halt wirklich mal die interessante Frage, wieso? Ich würde mal sagen, Alpha. Ja. Possibly. Spielneustarten, Tag geht. Keine Ahnung. Ich hatte es ja schon mal geschafft, dass sie für mich gearbeitet haben in meinem Spielstand. Wurde wahrscheinlich irgendwas geändert und dadurch ist jetzt da irgendwas verratzt. Richtig, und du hast gewonnen. Du bist besser als ich. Vielleicht eine Belohnung für den Champion? Übertreibe es nicht. Gut, das ist für dich. Dankeschön. Und plötzlich hast du ihre Kleidung, ihr Oberteil in der Hand und sie steht da im BH. Das genau. Ist die Belohnung. Das muss ich dann irgendwie meiner Frau erklären. Noch jemand für dich fahren. Okay. Da wird so eine Chance zu brechen. Sollte ich das hier erstmal nehmen? Ja. Das wäre das, statt der Punkte. Weil ja, das ist halt besser als... Was ist denn bodenloser Beutel? Plus 50 größerer Köcher? Nahkampf-Fan. Fallenmeister? Das nehmen wir jetzt nicht. Plus 1 Fallenlimit. Ah, nice, ja. Weil dann können wir mehr Fallen bauen. Kannst du... Ja, genau. Und mehr Fallen heißt, du levelst mehr. Ist es für jede Art von Falle eine mehr? Schätze mal. Keine Ahnung, das werden wir nächste Folge dann wohl herausfinden. Meinst du nächste Aufnahme? Ja, nächste Aufnahme. Jetzt erstmal hier noch, weil sonst vergessen wir das eh zum nächsten Mal wieder. Und Fallen hinstellen. Kannst du sogar mehrere hinstellen. Eins, okay. 0 von 1. 1 von 1, okay. Ja, jetzt bin ich bei 1 von 1. Ja, aber das Fallenlimit wurde ja erhöht. Nein, das habe ich ja noch nicht. Hat er jetzt, noch nicht. Jetzt habe ich ja erstmal das Pferdenlesen von den Tieren. Ah, ja, das habe ich so schnell gerade nicht gecheckt. Ah, okay. Nur gezeigt, sowas gibt es auch. So, aber meiner Meinung nach auch noch nicht die ganze Zeit drin. Das ist auch echt neu. So, wir wollen das Zeug da rein. Das kann da rein. Die können da rein. Fleisch mit Soße. So, wir räumen noch einmal unser Inventar aus, damit wir nicht nächstes Mal losgehen und das heißt von wegen hier, du hast wieder dein Inventar vergessen. Mimimi. Warte, du willst intelligente Dinge tun? Intelligenz minus 1. Ja. Daher meine Verwirrung. So, wollen wir den Tag jetzt noch rumbringen oder sagen wir jetzt, wir machen einfach mal mitten am Tag Schluss? Weil dann haben wir jetzt auch mitten am Tag Schluss machen. Weil dann können wir nächstes Mal gucken, wie wir die da hinten, die faulen Feldarbeiter, zum Arbeiten bringen. Das heißt, vielleicht auch dieses Jahr. Ja, vielleicht Butter, Brot und Peitsche. Also, wir verabscheuen uns dann dieses Mal. Ich mich auch. Und wünschen noch einen ruhigen und schönen was auch immer. Genau. Dann bis denn. Ciao. Ciao. Damit fahren. Hallo? Hallo? Hi.
Hallo? Hatten wir nicht gesagt, dass du erst das Spiel startest, dann startest? Nein. Also, okay. Ja, wir hatten es gesagt. Aber ich muss noch also was gestehen. Ich hatte es gesagt. Ich muss noch was gestehen. Ja. Ja. Keiner von uns hat nachgeguckt, wie das jetzt mit den Dorfbewohnern wirklich funktioniert, oder? Ich hatte geguckt, ich konnte nichts finden. Einfach machen. Okay. Wenn nicht, dann werden... Alles gut, ich lebe noch. Okay, sie lebt noch. Also... alles in Ordnung. Let's go weiter. Schatz, wir haben uns geeinigt. Du tötest dich erst nach Abschluss der Lebensversicherung. Er hat immer diese Bedingungen. Außerdem hatte ich nicht vor, mich selber zu töten. Das übernimmt die Waffe für mich. Nein, 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 nein. Ich hab, ich würde jetzt gerne erläutern, was los ist, aber ich kann es nicht erläutern. Ja, das ist unbeschreibbar. Wie, guck mal da. Damit kann man es gut beschreiben. Ja, so fühle ich mich. Lya würde dem Schwein gerne in den Arsch schießen. Wow, das war jetzt poetisch. Wow. Aber, war das politisch orientiert, ja? Ja, also tut mir leid, man weiß doch, ich bin Rassist, ich habe was gegen Schweine. Ich bin kein Rassist, ich hasse alle gleichmäßig. Genau. Also das ist unsere Feldarbeiterin. Die ist gerade auf dem Donnerbalken. Also wir haben es, was ist das da oben für eine Jahreszeit, ist das Sommer? Ja, Sommer. Sommer, zweiter Sommer ist es. Also zweiter Sommer, zweiter Tag. Sollt vielleicht was essen. Ja, aber müssen wir im Sommer was anpflanzen? Sehr viel geht nicht. Kohl geht. Und ich habe die aktuellen Patch noch nicht gelesen. Wird sehr viel gehabt. Muss ich jetzt schon wieder googeln? Du kannst doch einfach mal schauen, was du überhaupt anpflanzen kannst. Dann. Also auf dein Säckle wechseln, genau. Und dann, guck mal. Ich kann Dünger und Kohl. Wenn du keinen Kohl hast, ist also gerade nichts mit anpflanzen. Also sammeln. Sammeln, sammeln. Beeren sammeln war doch, ne? In der Jahreszeit gut. Ja. Und du solltest was essen. Und vielleicht einen Snack trinken, bevor es zu wenig wird. Ah, und da hinten unsere Schmiede wollten wir ja auch noch fertig machen. Genau, ich wollte gerade sagen, du hast irgendwelche Bauprojekte, glaube ich, im Gange. Und guck mal nach, ob du irgendwelche Quests hast, die an den Sommer gebunden sind. Ja, stimmt. Zweiter Sommer. Weiß ja nicht, ob du die schon abgegeben hattest. Das können wir ja im Endeffekt gucken, dass wir das abends machen, dass wir jetzt noch den Tag so gut wie möglich nutzen. Alles gut, es ging mir nur darum, dass du nicht irgendeine Quest angenommen hast, bevor du die Aufnahme beendet hast. Weil wir ja in weiser Voraussicht nicht die letzte Folge angeschaut haben, um uns nicht zu spoilern, was wir heute machen wollen. Genau. Ja, hallo. Wir tun jetzt sonst auch wieder Folge 1. Ja, wieso, ist doch unser Kompetenzlevel, oder? Covid was? Ne, das war was anderes. Unser neues Inkompetenzlevel, ja, ich weiß schon. Kompetenzlevel Couchkartoffel. Das hört sich im Englischen irgendwie episch an. Couch Potato? Ja. Nein. Potato Couch. Aber wie viel Rundhölzer haben wir denn? Nicht genug. Ah, damit kommen wir nicht. Das ist zu wenig. Ich würde sagen, müssen wir ein paar Bäume umnieten. Ja, aber wieder schön da hinten an unserer Holzfällerposition. Kartoffelpü. Wir haben. Es haben. Ist ein Reh! Finger weg von den Füchsen. Was, schauen Notfallsanitäter. Oh, der greift dich an? Gerade sagt, greift er mich jetzt an. Sie sagen, nee, der hat nur geguckt. Der hat nur Hallo gesagt. Lya sagt, Finger weg von den Füchsen und gleich gehen sie auf mich los. Nee. Ja, aber zum Thema Reh, ne? Warum schauen Notfallsanitäter so gerne Bambi? Das ist ein Reh-Animationsfilm. Das war ja, wie würde es der Freund von Bambi beschreiben, ein richtiger Schenkelklopfer. Klopfer. Oh. Das wird nicht besser. Wir waren schon mal schlechter. Können wir bitte irgendwie eine Kasse für schlechte Wortwitze einführen? Du machst das Editing, du machst den Counter.
Also, nein. Leute, wenn ihr auf schlechte Wortwitze steht und ihr das Ganze, die Welt der schlechten Wortwitze vorantreiben wollt, dann guckt euch doch mal ein Stream von Esmeriva an. Ja, lasst ein Like und ein Abo da, ihr wisst es. Das hört sich so schäbig an. Das war minimal schäbig. Darf ich bitte kotzen gehen? Aber bitte muten, ja? Das ist sonst echt ekelhaft. Keine Sorge, mein Headset reicht bis zur Toilette. Ja, also an die Zuschauer, ihr kriegt jetzt gleich wirklich eine richtige... ASMR. Ja, das wird richtig innovativ und tief einblickend, was ihr gleich seht. Ihr könnt tiefer reingucken, als ihr eigentlich wollt. Oh. Und schon müssen wir es wieder ab 18 taggen. Ja! Geschafft. Nailed it. Darf ich nach Hause? Ach, du, scheiße. Du wohnst hier. Bist schon zu auf. Dieses Lüder wohnt jetzt hier. Ja. Oh, der ist aber schön gefallen. Schön über den Knick, über den digitalen. Boinga, boinga. Was läuft da hinten? Ein Bison. Wermut? Ein Bison. Wermut. Ein Bison. Ein Bison. Schwingschwung. Yay. Hui. Hi, yai, ja, papa, ja, papa, para, pa. Hi, yai, ja, papa, ja, papa, da. Das ist der Remix zur Ingame-Musik. Ah. Voll der Remix, ja. Ich habe keine Ahnung, wie viele Hölzer wir brauchen, deswegen stopfen wir das einfach mal ganz kurz ein bisschen voller. Ja, Weidmanns Heil, ne? Weidmanns Heil. Revan, was kannst du eigentlich? Revan traurig, Revan Axt kaputt. Einmal mit kompetentem Personal arbeiten. Weidmanns Heil. Einfach super. So muss das. Der Stein. Nee, der ist mir zu groß. Steine? Steini, Steinchen! Anyone? Eins Stein. Da. Ich glaub, wir brauchen nur mehr Steins. Haben wir genug? Na, ein Stein. Brauchst du zwei Steine? Ja. Wo sind die Steine? Ja, sehr gut. Da ist noch einer. Kann die genug sicher Steine. Ist sicher. Ja, doch, kann man. Naja, wir bauen ja jetzt gerade hier das Holz ab, um uns, glaube ich, die Schmiede zu bauen, damit wir uns dort dann... ein Steinmetz bauen können. Ja, ein Spitzhacke, damit wir gezielt Stein abbauen können. Und dann werden unsere Gebäude einfach nur noch alle aus Stein. Denkst du? Kannst du da noch die Stonehenge bauen? Ist eine Henge nicht etwas, wo man was abbaut? Ist doch so ähnlich wie eine Workbench. Oder? Stonebench, ja genau. Guckt in die Sonne. Ja, beobachtet, und schon daneben wie es langsam Nacht wird. Kann ja, ich nicht einfach normale Freunde haben? Nein. Du musst den schubsen. Ich kann mich nicht bewegen. Hilfe! Ich häng fest! Dann hau auf den Baum. Stamm, du. Haha. Du Stammesverräter. Nein, das war ein Stammhalter. Hast du den aus einem Stammbaum geklaut? Entschuldigung.
Was willst du jetzt wieder anmerken? Erde. Nichts. Ich geb's auf. Haltbarkeitsverlust der Axt. Maultier, kannst du mehr tragen? Oder was ist das? Ja, kann ich, aber das kann ich noch nicht auswählen. Ich muss dafür eins von dieser Reihe hier erst auswählen. Nee, um genau zu sein, muss ich eins von Naturgewalt oder eins mit der Erde auswählen, um dann die höheren zu bekommen wieder. Verdammt. Dann würde ich doch eher sagen von der Axt, oder? Ja. Die 5% machen jetzt nun nicht so viel aus. Das heißt, das nächste werden wir dann auf jeden Fall eins der höheren nehmen. Eisensucher, boah, nicht schlecht. Ja, 5 ist schon eine Ansage. Das geht schon ganz gut. Das würde ich dann als nächstes hoch. Geht nur einen. Ja. Sag ich mal, mit man trägt so 150 Kilo bei dir. Rucksack. Mit nur einem ist es halt dann doch schon wieder relativ wenig, was du dazu bekommst. Halt, ich bring's erst weg und dann hole ich einen. Jetzt bewege ich mich gar nicht mehr. Sondern es wird langsam dunkel. Das heißt, wir machen die beiden noch. Dann geht's auf in die Stadt. In the City. Sehr mutig, das Stadt zu nennen, aber okay. Ja, noch können wir unseres nicht Stadt nennen. Unseres ist noch Dorf, das Stadt und irgendwann ist das Dorf und wir Stadt. Nein. Wir haben eine Siedlung und die haben ein Dorf. Genau. Aber die beiden kannst du auch so mitnehmen. Also so schwer sind die jetzt nicht. Da mit den 43 Stämmen, die dort sind, dürfte ich im Endeffekt dann morgen die Schmiede fertig machen können. Wodurch wir dann jetzt hier im Sommer ordentlich was geschafft haben. Denkt er. Ja. Handelst gut. Du handelst gut, denkst du? Ja. Wenn die Dame morgen dann nicht anfängt mit Arbeiten, dann werden wir ihr irgendeine andere Tätigkeit zuweisen. Ich weiß noch nicht welche. Holz, Lehm, Steine. Holz im Zweifel immer nicht verkehrt, weil, das spart. Je mehr Leute du hast, desto. Ja. Du brauchst es ja auch noch sozusagen, dass sie heizen können. Ja, genau. Aber halt auch Holz im Sinne von, dass du halt nicht mehr Baumfällern gehen musst. Dadurch bauen und landwirtschaften kannst selber. Dadurch, du musst dann zwar landwirtschaften, weil die das nicht machen, aber immerhin holen sie dir das Holz ran, sodass du landwirten kannst. Ja, und das ist auch nachhaltiger dadurch. Das ist korrekt, weil du es nicht wegschnetzelst, sondern die generieren das automatisch. Ja. Ja. So war der Gedankengang. Die easy. Nice! Und wieder was dazu. Was gibt's? Wir gucken uns jetzt mal die unter. Oh. Ja, weniger Schaden nehmen. Tanky. Athlet, was ist Ausdauer wahrscheinlich, ne? Ja, während Bewegung. Cool. Fischer. Das wird später erst interessant, wenn wir wirklich einen Fischer halt auch haben. Das ist korrekt. 10% mehr Gesundheit. Nett. Auch nicht schlecht. Vergiftung. Oder einfach nichts Giftiges essen. Ja, wollte gerade sagen, man kann auch einfach nichts. Dann würde ich hier erstmal das mit dem weniger Schaden nehmen. Wir müssen ja irgendwann mal auch die Quest machen, dass wir Wölfe töten. Dafür muss man hart wie eine Eiche getötet werden. Dafür muss man nicht getötet werden. Oh, das ist. Du Schwein! So viel zu dem Thema. Jetzt stich die Sau ab. Ja, ich kann gerade nicht zielen. Oh, jetzt kommen sie schon zu zweit. Lauf, Forrest! Du bist gleich ausgerottet, mein Schatz. Ja, ich kann aber nicht rennen, weil ich knapp überladen bin. Scheiße. Geht weg, ihr Schwein. Sind die territorial? Keine Ahnung. Die sind territorial. Ja, du wolltest eh ins. Ja. Jetzt flüchte du. Oh. Wir haben gerade ziemliche Lags, glaube ich. Nee, hier geht's. Dann kann das auch nur intern sein. Ja, das ist intern. Ja, also okay. Du solltest aufpassen wegen Sau.
das mit dem Dorf, ja. Naja, okay, gut. Das ist das Beste aus der Situation gemacht. Ja, man könnte sagen, Schwein gehabt. Mhm, du Sau. Wow, also da, tut mir leid. Medieval Dynasty müssen wir in den schlechte Spruchgenerator umbenennen oder sowas. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Stadt, verkaufen Beeren dort. Wolltest du damit mir jetzt sagen, dass ich mir das aufschreiben soll als Namenstitel für diese Episode? Ja. Du bist übrigens schmutzig. Also das mit dem Dorf und überlastet und ja. Ja, ich bin hangry. Du bist ein bisschen hangry, du solltest deine Frau beglücken. Meine Frau möchte mich ja abends nicht mehr sehen. Ja. Wenn du das so aufkreuzt, sowieso nicht. Da hat man einmal irgendwie so ein Wort von wegen Harem fallen lassen und schon. Dabei meintest du einfach nur eine Ansammlung von Haaren, ne? Ja. Ja. Er kann N und M nicht unterscheiden. Ja, ich bin nicht so gut in Rechtschreibung. Das wir sind Haare Haaren. Aufs Wörter. Du bist immer noch überladen? Ja, wir gehen ja ins Dorf, damit wir es nicht mehr sind. Dann suchen wir den Typen mit der Quest, die wir dann abgeben sollen. Wow. Wollen wir uns gleich Dünger für das Zeug kaufen? Für Lakohl, damit du morgen kohlen kannst. Eigentlich dachte ich eher daran, Dünger zu kaufen, dass wir zeig mir deine Ware, dass wir dann jetzt, weil wir können den ja noch nicht selber herstellen, dass wir halt genug haben, um wirklich auch unsere Felder bestellen zu können. Mhm. Also ja. So. Da. Nehme er das. Nehme dies. Okay. Und nehme dies. Und man gebe mir Dünger. Halt mal. Dünger wiegt ziemlich viel. Dünger ist scheiße schwer. Ja. Nein. Oh. Nein. Ich will im Zweifelsfall noch ein bisschen. Bio-Leute? Ja, Bio-Leute. Hallo Bio-Leute. Journal. Alvins Geschichte, das ist für den Sommer, glaube ich. Alvins. Ja, genau. Sprich ja. Mit Alvin im Sommer, dann kriegst du ein Fladenbrot. Dann krieg ich. Ja, aber vor allem Quest abzuschließen, bringt der passiv irgendwie noch Reputation für die anderen Sachen. Korrekt. Ist er, ja. Hallo Alvin und die Chipmunks. Hallo Alvin. Hallo. Hallo? Was gibt es Neues bei dir? Ein sehr heißer Tag, stimmt's? Du kannst dich ein bisschen ausziehen, es ist doch viel zu warm. Darf ich wieder gehen? Ich wollte auch gerade fragen, so langsam ist das so. Wird der jetzt eigentlich von Aufnahme zu Aufnahme immer sexuell anstößiger, dein Charakter? Ja, natürlich, der ist einsam. Er hat nur drei Frauen. Kein Mann, ja, das ist natürlich doof dann. Ne? Ja. Aber der Typ ist halt. Wie stelle ich ihn männlich dar? Oh, nicht nötig. Ich habe viel Arbeit für mir und nur um mir das Leben leichter zu machen, leckt nur mein Trinkschlauch. Nun, das ist sehr traurig. Ich könnte ja auch wohl lecken. Oh Gott. Kannst du nicht einfach einen neuen kaufen? Ich schäme mich gerade so vor mir selber. Der ist mein Favorit. Ich häng halt rum. An der Flasche, ja. Hängt an der Flasche. Vielleicht kannst du noch an was ganz anderem hängen. Vielleicht kann ich dir da irgendwie helfen. Vielleicht möchtest du an mir hängen. Du musst sehr beschäftigt sein mit der Arbeit und allem. Boah, ich könnte tatsächlich ein bisschen Hilfe brauchen. Westlich von hier, da
liegt ein Dorf, wo es eine Näherei gibt. Also im Westen drüben. Okay, West-Ost-Konflikt. Okay. Ja, kannst du mal dorthin gehen und mit näher sprechen, damit er mir einen Trinkschlauch repariert? Natürlich. Ich werde gerne dahin gehen, wo man penetriert. Natürlich, das sieht überhaupt nicht nach einer übertriebenen Bitte aus. Ich komme wieder, wenn es repariert ist. Ja, moin. Hilfe! Er wird niemals da unten ankommen. Dumm, dumm. Haltet ein, Hammerzeit. Du würdest doch nochmal zu Bett gehen. Wollten wir nicht die irgendjemanden hier hinten noch davon überzeugen, zu uns zu kommen? Ja, aber nicht mehr heute. Siegfrieda ist, glaube ich, verbuggt. Oder grenzdebil. Na? Nö. Wirklich? Die findet's jetzt gut. Geht's. Also, okay. Das war versuch gleich... nochmal. Ist ihr gegangen? Wer weiß? Man weiß, habt ihr null. Okay. Weil das hier gab gleich 12 dazu. Ja, dann hau rein. Cool, dann kannst du jetzt direkt fragen, oder? Bei 70? Aber ich brauche zuerst ein Haus. Ja, und genug Reputation, um wieder einen einzustellen. Okay. Wir wollten ja eh morgen das eine Haus fertig bauen, dann können wir gucken, wegen noch einem Haus fertig bauen. Wir müssen ja expandieren. Expandieren? Welchen Dialekt hast du versucht nachzumachen, Schatz? Alle auf einmal. Das war. Das ist das, was ich auch immer mache. Einfach alle auf einmal. Dann kann sich auch keiner offended fühlen. Heißer Biebsch, ich bin der Sachse. Was? Und nur falls jetzt jemand sagt von wegen, hey, der hat Wessi gesagt. Ich wohne genauso lange im Westen, wie schon wie ich im Osten gewohnt habe. Ich bin zwar geborener Ossi, aber importierter Wessi. Impotenter Wessi? Das ist quasi die Ost-West-Gleiche bei dir gerade, ja? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe euch schon ein paar Mal gesagt, hört nicht. Impotente Ossis. Aus deiner Umgebung wollen mit die Wildernis die spielen. Richtig? So ungefähr. Du solltest schlafen gehen. Jetzt. Heute noch. Hast du gleich ein Problem.